So, einen schönen guten Abend. Da sich bis Stand gestern Abend noch niemand anders bereit erklärt hatte, habe ich eine chaotische Viertelstunde improvisiert, die ich eigentlich erst später halten wollte und auf die ich eigentlich, mehr recherchieren wollte. Jetzt klingt sie so. Ich hatte angekündigt, was über Telefonie zu erzählen. Telefonie, das gibt es irgendwie seit weit über 100 Jahren und sind irgendwie so Kabel, über die man Signale überträgt und dann hört man Stimmen. Und es war irgendwie am Anfang ganz schön umständlich, weil man irgendwie von irgendwie im Grunde eine direkte Kabelverbindung brauchte, überall hin, wo man telefonieren wollte. Ihr kennt das alles aus alten Filmen oder wenn ihr alt genug seid, ja, so alt ist hier keiner, dass man noch in der irgendwo angerufen hat, wo dann die Kabel umgesteckt wurden, oder? Erinnert sich da jemand? Nein. Ja. irgendwann kam dann, ich gehe so ganz, ganz schnell durch, irgendwann kam dann ISDN, das war dann irgendwie digital und man konnte darüber nicht nur reden, man konnte auch schon vorher nicht nur darüber reden, man konnte auch vorher schon irgendwie Fernschreiber darüber machen, man konnte irgendwie Fax machen, man konnte irgendwie Datenübertragung machen. Man hatte plötzlich irgendwie mehrere Kanäle, auch wenn man nur einen Kabel hatte, das ist irgendwie ganz geil. Man hatte eine bessere Telefonqualität, weil wenn man eine analoge Leitung hat, dann wird das Verhältnis von gewünschtem Signal zu Rauschen mit Länge des Kabels immer schlechter und irgendwann hört man halt nur noch Rauschen. Und das Problem hat man digital halt nicht mehr. Und man hat es irgendwie geschafft, das backwards-kompatibel zu deployen, indem man halt irgendwie trotzdem noch analoge Telefone in den Häusern, anschließen konnte, aber die Verteilnetze wurden sehr schnell alle auf digital umgestellt. So, dann gibt es irgendwie GSM, das kam dann irgendwie dazu, weil man unterwegs telefonieren wollte. Das ist irgendwie auch kompatibel zum Festnetz, wir können irgendwie mit dem Handy ein Festnetztelefon anrufen. Es ist irgendwie so ein bisschen verschlüsselt, wir wissen aber irgendwie, dass es auch irgendwie nicht so ganz verschlüsselt ist. Also der Algorithmus ist sehr lange gebrochen, der Schlüsselaustausch ist sehr lange gebrochen. Wir haben mittlerweile 3G und 4G, die sind so ein bisschen besser, aber auch nicht so wirklich. Und auch hier können wir wieder Internet drüber sprechen, beziehungsweise so in der Art. Naja, und was halt irgendwann passiert ist, dass man sich gedacht hat, okay, Internet über das Telefon sprechen ist irgendwie doof, lass uns mal Telefon über das Internet sprechen. Und das war dann Voice over IP. Und das gab schon recht früh erste Ansätze. Die gab es irgendwie 94, das erste, was man wirklich auf so einem Linux-Rechner, also das erste, was ich gefunden habe, was man einfach mal so auf einem Linux-Rechner installieren konnte und telefonieren konnte, das war irgendwie mTOR. Dann kam von Apple kurz darauf irgendwie so ein Produkt. Und dann gab es den SIP-Standard, der das ist, was heutzutage genutzt wird, um auch großflächig die offizielle, also die Telefoninfrastruktur, die wir halt kennen, auf Voice-over-IP umzustellen. Und parallel dazu sind halt Dienste wie Skype aufgekommen in den 2000er Jahren. Und so wie das eben bei der Telekom und anderen großen Telekommunikationsunternehmen läuft, stellt man jetzt eben langsam die Telefonanschlüsse in Deutschland auf Voice-over-IP um. Und zwar ist ungefähr ein Drittel der deutschen Anschlüsse bereits über Voice-over-IP angeschlossen. Das sieht dann meist so aus, dass die vom Telekommunikationsanbieter zum Router in der Wohnung Voice-over-IP gesprochen wird und dann der Router das wieder in ein analoges Signal umwandelt, damit man seine alten Tischgeräte weiterverwenden kann. Das heißt, wir haben keine neuen Features, weil es muss ja alles kompatibel sein und man merkt das als Kunde nicht wirklich, dass es jetzt irgendwie Voice-over-IP ist. Was ganz cool ist, ist, dass damals SIP, was ein offener Standard ist, gesprochen wird, auf den ich gleich tiefer eingehen werde. Und ja, es ist halt nicht viel anders als das Telefonsystem, das wir vorher hatten. Das läuft halt über IP. Dann gibt es irgendwie so das, was Skype macht. Skype hat irgendwie eine bessere Gesprächsqualität als das, was man meist so übers Telefon kriegt. Deswegen kostenlos, aber es ist halt, läuft halt alles in irgendwelche Server bei Microsoft. Das ist ein proprietäres Protokoll mit proprietären Clients. Es hat Krypto, lange ist man davon ausgegangen, dass das ziemlich gute Krypto ist. Die Krypto ist auch wohl tatsächlich ziemlich gut, außer man macht halt die Schlüssel, wie das die NSA tut. Und das ist irgendwie auch nicht so geil. Was wollen wir also? Wir wollen irgendwie übers Internet telefonieren, wir wollen offene Protokolle benutzen, wir wollen ein dezentrales System haben, wir wollen gute Krypto haben und wir wollen tolle Gesprächsqualität haben. Klingt jetzt irgendwie absurd, geht,
geht heute, geht halt noch nicht kompatibel, wie das halt so ist. Was wir als de facto Standard haben, das ist der ETF-Standard für Voice-over-IP-Telefonie, ist SIP, das Session Initiation Protocol. Und das entwickelt sich auch zum tatsächlichen Standard. Die ganzen großen Telefonnetze benutzen das mittlerweile. Und ja, das ist aber auch sonst ein ganz cooler Standard, den man auch irgendwie in kleinen Netzen benutzen kann. SIP ist nicht auf Telefonie beschränkt, sondern ist, wie der Name sagt, wirklich ein Protokoll zur Aushandlung von Sitzungen. Und hat sich relativ gut angeguckt, was hat denn so bisher im Web gut funktioniert. Im Internet, das Web hat gut funktioniert. Gucken wir mal uns die Hälfte von unserem Protokoll irgendwie bei HTTP ab. Das ist jetzt vielleicht nicht die schlechteste Idee. Dann, wie machen wir irgendwie, dass man da, auch wenn man an verschiedenen Servern hängt, miteinander telefonieren kann. Wir machen irgendwie so UAIs, irgendwie so User at Domain, das hat bei E-Mail schon gut geklappt. Und dann haben wir das Ganze irgendwie dezentral. Also es ist irgendwie ein halbwegs sinnvoller Standard. Wenn man über SIP redet, dann hat man meist prinzipiell erstmal zwei Akteure. Das eine ist der sogenannte User Agent, das ist die Software, die auf meinem Rechner zu Hause läuft und mit der ich telefoniere, oder das SIP-fähige Telefon, das auf meinem Tisch steht. Man hat den Registrar, das ist das, was bei E-Mail dann irgendwie der Provider ist, der den Server stellt, wo die Mailbox läuft. Und man hat normalerweise noch einen Proxy oder mehrere im Spiel, die dafür sorgen, dass das funktioniert, obwohl man NAT hat, weil wir haben ja alle irgendwie NAT. Und die erfüllen noch ein paar andere Aufgaben, aber in den meisten Fällen hat man noch irgendwie einen Proxy, über den dann nachher die eigentliche Verbindung läuft, denn SIP selbst handelt, wie gesagt, nur aus, wo nachher die Telefonverbindung lang gehen soll. Die eigentliche Telefonverbindung findet nicht über SIP statt. Da wird nur zum Verbindungsaufbau benötigt. SIP sieht dann irgendwie so aus, das ist das Wikipedia-Beispiel. Wer schon mal HTTP gesehen hat, sieht sehr, sehr große Ähnlichkeiten. Das ist jetzt, wenn ich versuche, hier den User irgendwie 84953 bla 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 auf der IP-Adresse hier anzurufen über SIP. Und dann schicke ich hier so ein paar Header mit und eine Call-ID und ich möchte anrufen. Und was ich dann tatsächlich als Nutzdaten mitschicke, ist SDP. So, wir haben das Session Initiation Protocol, jetzt kommt das Session Description Protocol, SDP. SDP ist dazu da, auszuhandeln, welche Technologien wir denn jetzt gleich verwenden werden und Metadaten auszutauschen. Auf die Technologie werde ich gleich eingehen, wir müssen irgendwie im Audio zu kodieren, irgendwelche Codecs sprechen. SDP ist ein Protokoll, das halt dazu da ist, auch zu sagen, okay, ich kann die folgenden Technologien, du kannst die folgenden, also verwenden wir das, was wir beide können, und dann läuft das irgendwie. Die eigentliche Übertragung läuft dann über RTP, das Real-Time Transport Protocol, und das ist das, womit dann tatsächlich die Nutzdaten, also die Audiodaten, übertragen werden. Dann brauchen wir noch irgendwie Codecs. Wer das Wort noch nicht gehört hat, wenn wir irgendwie so ein Audiosignal haben, dann ist das ja irgendwie so eine Schallquelle und die müssen wir jetzt irgendwie in 1 und 0 verwandeln und der Codec sagt uns halt, wie wir das tun, so ganz grob gesagt, und wie wir das irgendwie komprimieren, damit das nicht ganz so viel Platz braucht. Und das ging los mit PCMG 711, was irgendwie so Codecs sind, die man bei ISDN angefangen hat zu verwenden, weil sie sehr einfach sind, um analoge Signale in digitale Signale umzuwandeln. Das klingt halt irgendwie nicht so toll, dann wird das irgendwie ein bisschen besser. Und was wir aber haben, was wir haben wollen, ist Opus, ein super effizienter, super klingender, toller, offener, freier Standard, der irgendwie von Mozilla, Skype und der ExipOrg Foundation zusammen entwickelt wurde und einfach toll ist. So, wir wollen Krypto. SIP hat relativ einfach, man kann SIP genauso wie HTTP oder andere Protokolle in TLS verpacken. Dann haben wir irgendwie Verschlüsselung von uns zu dem Server und von dem Server dahin und ja, dann haben wir halt irgendwie halt auch nur unseren Verbindungsaufbau verschlüsselt und auch nur, wie die meisten wahrscheinlich wissen, nur gegen bestimmte Angriffe. Was ganz cool ist, wir können über SIP Ende zu Ende verschlüsseln. Es gibt das Protokoll SRTP, das setzt symmetrische Kryptographie um RTP. RTP war das Protokoll, mit dem wir tatsächlich gedacht haben. Ja. Entschuldigung, wenn ich hier so reingrätsche, aber. Gerne. Ist, also so wie das gerade bei mir ankommt, so wie du das mir erzählst, unterscheidest du jetzt nicht mehr zwischen SIP und RTP, sondern ist SIP quasi der Überbegriff für SIP
SDP und RTP. Ja, ich habe den Vortrag mit SIP angekündigt. Damit meinte ich eigentlich, deswegen habe ich die auf der Titelfolie auch Telefonie stehen gehabt, so den Überbegriff. Man telefoniert nicht über SIP, das ist technisch falsch zu sagen, ich telefoniere über SIP, aber natürlich sagt man es, weil es ist das Protokoll, was in deiner Adresse steht, was in dem Namen von der Software steht, die du einsetzt. Das heißt, wenn du eben von Verschlüsselung von SIP gesprochen hast, meinst du eigentlich Verschlüsselung von RTP? Nein, hier meinte ich tatsächlich Verschlüsselung von SIP. Okay, also von SIP, SDP und RTP. Von allen drei. Nein, hier meinte ich, also wir können SIP. SIP ist, ich möchte mit dir reden. Ja. Das können wir in TLS verpacken. Ja. Genauso wie wir Webseitenaufrufe in TLS verpacken können. Ja. So. Damit haben wir unser eigentliches Gespräch noch nicht verschlüsselt. Ja. Deswegen, nur weil irgendwo SIP-S für SIP Secure davor steht, ist das Gespräch noch nicht verschlüsselt. Und dazu nehmen wir dann SRTP. Und SRTP ist ein Protokoll, wie man RTP mit symmetrischer Kryptographie hier so verschlüsselt. Wird dann irgendwie IIS drüber gemacht. Danke. Und gerne. Und dann gibt es ZRTP. Das ist das Protokoll, mit dem man dann üblicherweise die Schlüssel dafür austauscht. Das ist so ein bisschen so ein OTR-artiges Protokoll. Ich habe mir das nicht zu genau angeschaut, als ich den Vortrag heute vorbereitet habe. Da findet irgendwie so ein Diffie-Hellman-Key-Exchange statt und das funktioniert halt irgendwie. Und das ist ganz interessant so am Ende, das ist von Phil Zimmermann, das ist der Typ, der PGP erfunden hat. Der hat uns das gebracht und nach allem, was wir wissen, ist dieses Protokoll wohl ziemlich gut. So, wie benutzen wir das jetzt wirklich? Wir brauchen irgendwie unseren User Agent, mit dem wir telefonieren. Das kann entweder ein Hardware-Telefon sein, es gibt verschiedene Hersteller, die Liste könnte noch viel länger sein, die tatsächlich Telefone herstellen, die direkt SIP sprechen. Die haben dann halt eine Netzwerksteckdose hinten. Die meisten sind davon recht gut, mit manchen habe ich gute Erfahrungen gemacht, mit manchen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind leider, sind so SIP-Hardware-Telefone ein bisschen teurer als so normale Analog-Telefone, also zahlt man nur mal mindestens das Doppelte. Eigentlich kommt drauf an, was man. Ja, oder man findet mal irgendwo so eine Kiste von irgendeiner Firma. Ja, die Gelegenheit haben halt die wenigsten. Deswegen nimmt man meistens erstmal so ein Software-Client, das sieht dann so aus wie Skype, wo man dann irgendwie das auf einem Computer hat und mit einem Lautsprecher telefoniert. Mit manchen davon habe ich gute Erfahrungen gemacht. Mit allen anderen habe ich eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe so ziemlich alle ausprobiert. Meine persönliche Empfehlung für euch ist Blink, wenn ihr mal irgendwie was probieren wollt. Blink ist recht cool. Es ist nur irgendwie auf keiner Distribution sinnvoll paketiert. Jitsi ist recht cool, es ist sinnvoll paketiert, aber es ist irgendwie so in Java. Naja, aber die beiden können auf jeden Fall anständige Codecs, können anständige Verschlüsselung und so weiter, alle anderen irgendwie nicht so. Und wenn ihr auf Android damit telefonieren wollt, Android hat SIP ins System eingebaut, aber das ist irgendwie komisch und wenn man das anstellt, dann funktioniert normales Telefonieren nur noch so mittel und man will C-SIP simpel. jetzt habe ich ja gesagt, man braucht noch irgendwie einen Server. Wenn man das selber betreiben will, dann gibt es da auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Das ist leider nicht einfach. Das ist leider äußerst nicht trivial und schlecht dokumentiert, sich mal eben so einen SIP-Server aufzusetzen, weil das ist halt was die wenigsten Leute tun. Die einzigen Leute, die das tun, sind halt irgendwie Leute, die Telefonanlagen betreiben und die scheinen irgendwie nicht so gewillt zu sein, das mal so einfach zu dokumentieren, wie man das tut, obwohl es sehr, sehr viel Open-Source-Software gibt, zum Beispiel Camelio, FreeSwitch, Asterix, Yate und ganz, ganz viele andere. Ich habe mir die alle mal angeschaut. Ich hatte persönlich am meisten Spaß damit, Camelio zu installieren, weil das vergleichsweise simpel ist. Und in meinem Blog gibt es so eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Camelio unter Debian zum Laufen bringt, wenn man das tun möchte. Ansonsten kann man natürlich, es gibt natürlich Registrare im Internet, bei denen man sich kostenlos einen SIP-Account klicken kann. Es gibt sogar welche wie, ich wollte das in den Folien nicht Werbung machen oder so, wie zum Beispiel ZipGate, wo man sogar kostenlos einen Account kriegt, der dann über ein Gateway aus dem normalen Telefonnetz erreichbar ist. Das ist vielleicht auch ganz cool. Ich habe zu Hause keinen Festnetzanschluss von meinem Festnetzprovider, sondern ich habe halt nur einen ZIP-Account bei einem Anbieter,
der diesen ZIP-Account für mich mit dem normalen Telefonnetz verbindet, damit ich aus dem normalen Netz angerufen werden kann oder anrufen kann. Das war dann auch schon alles, was ich zu sagen habe. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne anrufen unter rami@zip.rami.io. Gibt es da das ZipGate noch andere Anbieter, die das mit Routing ins normale Telefon? Ja, en masse, aber nicht kostenlos. ZipGate gibt dir halt Einlegegespräche kostenlos. Ja. Es gibt auch, wie hießen denn die? Also das Problem ist ja mittlerweile nicht mehr das Telefon, aber diese mittlerweile relativ billig, glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, warum es ZipGate umsonst macht, weil man zahlt immer noch für Telefonnummern auch. Ja. Das ist eine Mischkalkulation, wie so oft. Ja, klar. Außerdem werden die Telefonanbieter auch bezahlt dafür, dass du angerufen wirst. Also der, ja, das ist der Tipp. Genau. Also wenn du angerufen wirst, kriegst du deinen Telefonanbieter auch Geld. Genau, wie bei Essens. Ja, ja, aber das also ein anderer deutscher Anbieter, der irgendwie ganz cool sein soll, ist irgendwie Playstab oder so. Also es gibt schon noch mehr als ZipGate. Aber ZipGate ist ja jetzt ein Anbieter, wo man mal kostenlos loslegen kann. Wie hieß diese andere Software nochmal, die du empfohlen hast? CSIP Simple ist das. Das ist mir schon so. Ah. Die sind irgendwie ganz cool. Die kann auch vor allem alles. Ist nicht, muss man auf den ersten Blick vielleicht etwas unübersichtlich. Weil sie es versucht einfach zu machen. Aber sie kann alles. Kann man dann mit dieser. Also, ich kenne das von Fritzbox so, da gibt es ja auch so Apps. Ist übrigens auch von F-Droid. Damit man über die Fritzbox telefonieren kann, ja, wenn man in seinem eigenen WLAN ist, funktioniert es da ähnlich mit der Integration einfach? Also dass man quasi über das normale Telefonie-Ding Nummern anruft und... Ja, also Android hat diese Funktion, dass man ZIP in den normalen Dialer integriert und normal mit der normalen Telefonfunktion dann über so einen ZIP machen kann. Vielleicht ist das mittlerweile besser. Ich habe damals sehr komische Erfahrungen damit gemacht, im Sinne von, es hat plötzlich Dinge getan, die ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich kontrolliere, was er gerade tut. Und habe das dann sehr schnell wieder ausgeschaltet. Kann sein, dass das einfach mittlerweile besser geworden ist. Ich weiß nicht, ich habe die Fritzbox mal ausprobiert, aber das ist ja auch kein ZIP. Die spricht ja irgendwas mit der Fritzbox, weil von der Fritzbox aus und analog ab da. Also ich habe recht gute Erfahrungen gemacht mit der Integration. Okay, dann habe ich da vorbereitet. Aber warum 4 Punkt irgendwas, dann funktioniert es recht gut. Okay. Da hast du dann halt. Ja, das gibt schon lange. Da gibt es dann halt die Frage, ja, will man das über Mobilfunk machen oder VoIP? Und wenn man dann mehrere VoIP-Accounts drin hat, dann kann man dann auch mal sagen, ja, welchen genau